Immer wenn ich springe, spawnt ein random Monster. Egal wie ungewöhnlich das Monster ist. Kann ich so Minecraft durchspielen? Das erfährt ihr in diesem Video. Also ich habe schon überlegt, was ich machen. Wie kann man am besten vermeiden zu springen? Und da habe ich mir überlegt, machen wir einfach Slaps. Ich glaube, Slaps ist der Key dabei. Machen wir uns erstmal ganz kurz geschmeidig unsere Sachen. So, aber wir brauchen noch ein bisschen was zum Nicht-Springen. Am besten machen wir uns ein paar Slaps. Und das mit Holz natürlich am besten. Wenn wir uns extra eine Axt holt, damit wir es uns abbauen können. Das wird uns auf jeden Fall was bringen, denke ich mal. Ja, das sollte funktionieren. Aber wir haben nicht unendlich davon. Wir brauchen auf jeden Fall auch Essen. Okay, gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall ein Dorf. Das ist auf jeden Fall unsere erste Mission. Ich habe auch langsam kein Holz mehr. Die Essenstechnik sind wir aber auch nicht so gut belegt. Oh, hier sind sehr viele Kühe. Nicht wegrennen. Dankeschön. So, 8 Fleisch haben wir schon. Aber wir haben kein Holz langsam mehr. Das wird langsam kritisch. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Holz. Wir müssen viel Holz haben. Das war übelst Waste. Das auch wieder. Oh, ein Pillager-Outpost. 6 mal 15 entspricht... Weiß ich. Es muss ja heißen, das ist in der Nähe ist ein Dorf. Nein, nein, nein. Also wenn ich angegriffen werde, ist es übelst stressig. Gott. Oh mein Gott. Die sind genau hinter mir. Ich werde gejagt. Alter. Okay, jetzt habe ich nichts mehr zum Springen. Nein, ich muss springen. Okay, das ist okay. Oh mein Gott. Das musste ich jetzt machen. Weil ich verfolgt werde. Okay, ich muss... Nein. Ich muss eigentlich angreifen. Ist das auf... Jetzt bitte näher kommen. Nein. Ja. Und das passiert, wenn ich springe, by the way. Jedenfalls... Wir sollten nicht springen. Wir sollten uns auf jeden Fall meiden, nicht in eine Grube zu landen. Oder können wir nichts mehr machen. Deswegen sollten wir am besten sehr viel Holz einpacken. Wie machen wir das jetzt? Wie bekommen wir Stein, ohne zu springen? Ich kann ja schon mal runtergehen. Oh mein Gott. Hi, Bob. Du bist nicht so schlau. Ja, deswegen. Das dauert jetzt ein bisschen, Jungs. Das wollte ich vermeiden, aber... Ich habe nicht gesprungen. Aber egal. Vielleicht gehen wir kurz hier raus. Nein! Wir gehen hier mal weg. Wir gehen hier mal weg. Sieht so ganz schön aus hinten. Ich bin nicht gesprungen. Ah, stimmt ja, ich kann ja nichts abbauen. Ich kann nichts abbauen. Komm, jetzt endlich, Junge. Junge, ich kann doch nichts bauen, das ist so schlimm. Abbauen, das war die Katastrophe hin. Überhaupt. Wir müssen hier irgendwie weg. Okay, das wird interessant. Ich sag mal, das Challenge wird schwer. Also das wird echt nicht einfach. Wir müssen einfach ein Dorf finden und dann haben wir ein bisschen mehr Luck. Ach komm, das wird, weil wir nie wieder bekommen. Okay, wir smelten ein bisschen unser Essen, weil wir haben gar nichts zu essen, wie ihr seht. Wir sind broke. Wir haben wieder nix. Wir sind 15 Minuten in der Welt. Wir sind ein bisschen gesprungen. Wir haben ein bisschen Fehlstart gehabt, aber hat sich ein bisschen gefangen inzwischen. Aber unsere erste Mission ist es auf jeden Fall, jetzt ein Dorf zu finden. Muss man es einfallen lassen. Ich einen Eisengurken kille, ohne zu springen. Gucken wir mal. Okay, gehen wir mal auf Erkundungstour. Das ist irgendwie alles. Hä? Das ist Akazien-Sumpf? Hä? Was ist das für ein Biom? Das ist doch richtig weird. Das ist einfach so eine Insel. Hä? Das ist einfach so alles. Hier ist ein Schiffwrack, aber ich weiß nicht. Das zählt. Okay, es zählt nicht ein Jump. Es zählt nicht ein Jump, Jungs. Wir können Schiffe looten. Super. Wir haben auch eine gute Ausbeutung gemacht. 17 Eisen in einer Kiste. Super insane. Ich werde nur ein bisschen Essen haben. Das wäre ganz cool. Diesmal nehmen wir das aber nicht. Hallo, Boot. Bisschen. Bisschen weit. Das Boot ist gerade kurz weggeflutscht. Das wollte ich dann gar nicht komisch oder so. Lilypads sind auch insane smart. Okay, was mache ich jetzt? Also, wie soll ich hier wegkommen? Machen wir den hier. Ein Hexenhaus einfach. What the fuck? Weißt du, wie selten das Ding ist? Warum rennst du weg, Mann? Er bleibt stehen, genau wo ich sage. Scripted Comedy. Kannst du bitte mal stehen bleiben, Eisengolem? Ist hier doch ein bisschen vorteilhaft. Gott. Okay, eine gute Frage, Jungs. Was geht zuerst kaputt? Das Schwert oder der Eisengolem? Der Eisengolem. Ja, wow. Das war wahrscheinlich nur... Wir hatten 17 Eisen vorher, aber dafür haben wir einen Eimer verschwendet. Das heißt, wir hatten 14. Das heißt, wir haben 4 Eisen bekommen. Naja, hatte gar nicht. Super. 30 Eisen. So macht man sich doch gerne Schätze. Wollen wir Risiko auf Blaze gehen einfach? Das ist sonst so lange. Okay, was kriegen wir noch so?
Oh, er verwandelt sich in Gold. Komm. Komm, 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 komm. Das ist das Seltenste, was man machen kann. Es geht in der Oberwelt nicht. Oh mein Gott. Okay, nochmal. Das war cool. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich bin so dumm. Eieiei. Das war ein bisschen zu viel auf einmal. Bin nicht gesprungen, aber Wandering Trader fühle ich. Feuer ist auch ein bisschen... Ja, nur Allies. Oh, Lore. Das ist das, was ich brauche. Komm her. Ich kann jetzt nicht immer so springen. Ich habe eine Lore bekommen. Innerhalb der Overworld. Super cool. Oh mein Gott. Hütchen. Biene. Gut. Pferd. Baby-Zombie. Das ist cool, wie gesagt. Skelett-Pferd. Wir brauchen was Cooles. Nett nicht. Daddy, chill. Oh mein Gott, nein. One. Hello there. Wait, Ravager. Nein. Ah, Lava. Gott, Schalke. Eigentlich ganz praktisch. Oh mein Gott. One ist das einzige Problem an dieser Challenge. Bitte bitte aufhören, Loren zu spawnen. Oder das hier? Okay, jetzt bin ich am Arsch. Den werde ich nicht mehr los. Also Leute, wir haben ein technisches Problem. Ich glaube, ihr merkt, obwohl der bleibt hängen. Das kriegen wir hin. Haben wir gerade einen Wither überlebt? Sind wir gerade einen Wither entkommen? Loren ist hier noch. Aufpassen. Wollen wir noch einen dritten Try versuchen? Ich glaube, alle guten Dinge sind drei hier. Wir springen so viel, bis wir sterben. Oder was Gutes kommt. Moin. Oh mein Gott. Es geht los! Und zwar Runde 3 von allen. Wir sind jetzt bei der dritten Welt und ich glaube, wüstetechnisch haben wir... Ja, hier ist eine Wüste. Was soll ich mehr sagen? Wir haben nur ein kleines Problem, Leute. Und zwar, wir haben ja ein Problem. Wir müssen ja springen, um rüberzukommen. Eigentlich machen wir normalerweise uns ja Slabs. Aber wir haben ja die Möglichkeit, keine Slabs zu machen, weil wir kein Holz haben. Weil wir in der Wüste gespawnt sind. Oh nee. Ja, wir müssen ja nicht springen unbedingt. Wir können auch einmal springen. Okay, das war jetzt absolut perfekt. Ja, ich war nicht so schlau zu springen. Komm, wir müssen hier ein bisschen aufbauen. Okay, ist weg. Super. Aber wir haben kein Holz immer noch. Das ist natürlich awesome. Wir müssen nochmal springen, Leute. 3, 2, 1. Okay, der Lore. Finde ich super. Wir haben kein Essen, Mann. Delfine, Schildkröte. Enderman, hallo. Mushroom Cow, Mini Slime. Das kann doch nicht sein. Wir müssen halt springen, Jungs. Aber jetzt sollte es sich wahrscheinlich ändern. Warum Bild? Wir müssen springen. 3, 2, 1. Schildkröte. Room Portal, oh mein Gott. Das ist nochmal cool. Gibt's auch Lava? Das wäre ideal, also. Es sieht gut aus, ja. Lava ist da. Ei, Lava ist richtig gut. Ja. Einfach alles. Also, ich glaube, das ist echt ein gutes Room Portal gewesen. Der nächste Tag ist angebrochen und wir sollten uns auf jeden Fall auf ein Dorf auf jeden Fall aufsagen. Halten und wenn jetzt ein Warn kommt, 10 Euro. Hey, Villager. Oh mein Gott, das ist schlimmer als ein Warn. Jungs, ja, der wartet einfach auf mich. Nett. Netter Typ. Ist der gerade hängen geblieben? Hey, cooler Villager. Starker Boss. Und der kommt hinter. Er ist genau hinter mir. Hallo. Das ist doch super. Und wir haben ein Dorf gefunden. Mit einem Villager da hinten. Den sollten wir nicht beachten. Ich glaube, wir sind gut ausgestattet mit Essen. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall den Eisengolem vorknüpfen. Nimm das noch mit zum Reserve, falls das Essen ausgehen sollte. Okay, gehen wir zum Eisengolem und am besten gehe ich zu einem Dach oder so. Weil wir können ja nicht, dürfen wir ja nicht springen. Wir klettern auf den Baum. Und er kommt zu mir. Jo. Er meint das wirklich ernst. Cooler Typ. Okay, warte mal. Wieso bauen wir nicht einfach ein? Ich wollte dich nicht angreifen, Kollege. Wollte ich nicht angreifen. So aus Versehen, okay? Wo ist der Eisengolem? Ist aber schnell beruhigt. Okay, nice. Wenn du jetzt 4 Eisen droppst, bist du der König. Das sieht gut aus. 5 Eisen. Naja, beschwer mich nicht. Okay, Leute. Wir haben eine Mission. Okay. Holen uns einen Wassereimer. Und holen uns ein bisschen Holz, glaube ich. Das ist unsere nächste Mission. Ich glaube, wir holen uns ein bisschen Baumaterial, um dann halt, damit wir genug Slabs haben für den Nether. Der wird auch safe nicht reichen. Wir finden ja auch ungefähr genug Items, um uns über Wasser zu halten. So, 39 Holz. Das sollte erstmal reichen, denke ich. Wollen wir zum Wither zurück? Auf Lock. Okay, gehen wir zurück.
Also gehen wir zurück zum Portal. Ich weiß auch ungefähr, wo es war. Wir haben das Portal erreicht. Und jetzt müssen wir uns ein Portal dadurch ergießen. Ich weiß, es ist ein bisschen zu groß. Ich hoffe, ich miss das jetzt nicht. Okay. Wir haben's. Wir haben's. Und wir sind dann War Forest. Das war hier eine Spinne. Warum ist hier eine Spinne? Okay, random. Knappelle. Oh mein Gott. Ey! Oh mein Gott, war das knapp. Oh nein. Gast. Er droppt nicht mal eine Enderperle, war so gefährlich. Der schon. Ehrenmann. Drei Enderperlen haben wir schon. Oh, kein Bogen, der hat gar nichts. Wenn ich jetzt als nächstes eine Enderperle bekomme, muss ich springen. Es können jetzt alle Mobs kommen. Es können auch Entities spawnen, by the way. Also es müssen nicht nur Mobs spawnen. Eins, zwei, drei. Es kann jetzt ein Wither spawnen, by the way. Es ist eine Enderperle. Ich halte mein Wort, ne? Okay, Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, jetzt springen wir mal und gucken mal, was spawnt. Okay, das ist okay. Tschüss. Das war doch ganz friedlich. Ja, das waren die letzten Enderperle, Jungs. So, es geht weiter, Jungs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier kommt er nicht durch. Ey, jetzt ist hier ein Ravager. Unsere Mission ist es jetzt, eine Festung zu finden, weil wir haben jetzt schon 13 Ampere. Das heißt, Blaze Rods. Oh, und eine Festung direkt vor unseren Augen, Jungs. Okay, gucken wir mal, wie machen wir das denn jetzt? Da ist zum Beispiel eine Blaze, aber die dürfen halt nicht springen. Da ist auch eine Blaze. Ja, so ein Bogen wäre echt nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Boah, das ist gefährlich, Alter. Den ganzen Picklins. Ich darf schon Schaden nehmen, so, aber... Oh mein Gott. Schaden machen die auch. Auf Feier. Bei uns eine richtige Burg hier. Ey, ist das stressig. Aber safe wie möglich, wie gesagt. Wir rücken einfach mal weiter vor. Ich habe nicht erwartet, dass dieser Teil so intens ist. Oh mein Gott. Wo kommst du denn her, Großer? Eieieiei. Kommt her, Jungs. Einer ist tot. Das sind Blazewatch gespawnt. Das sind nur drei. Ey, wie der mich angebetet hat. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Ich muss Rückzug machen. Das ist das smarteste Play, den ich machen kann. Okay, let's go. Da ist noch einer, der angreift. Ich muss richtig langsam spielen, weil sonst bin ich sofort tot. Na, dann gehen wir wieder rein. Ist ja nur einer gerade. Einer ist keiner. Deswegen machen wir einen Rückzug. Macht viel mehr Sinn. Kleiner Trick. Falls es so voll wird. Guck mal, wie voll das hier aussieht. Das ist einfach aus wie so ein Schlachtfeld einfach. Sollte auch passen. Ich sollte nicht so über mich sein. Jetzt soll ich wieder zurückgehen, weil es ist wieder zu viele. Danke. Wir gehen. Ab 7, das reicht mir. So, gehen wir jetzt endlich raus. Ich muss kurz was einstellen, weil es noch nicht ganz konfiguriert ist und so. Oh, wir haben... Ich hab vergessen, ich darf ja nicht springen. Da wirft immer erst eine. Da. Ich brauche irgendwie einen Kürbis, also... Ohne Kürbiskirchenung zu holen. Okay, wir bereiten uns alles vor. Hier unten ein paar Slabs und so. Und dann geht's weiter mit dem Endportal. Dann gehen wir Richtung Endportal. Das wäre, glaube ich, unser Plan. Bogen wäre jetzt echt nicht verkehrt, weil wir brauchen so safe einen Bogen. Also ohne Bogen gehen wir da nicht rein. Also machen wir uns ein bisschen Holz. Dann schauen wir mal. Ja, sollte euch reichen. Wir können uns einen Bogen leisten. Sacki. Und wir holen uns ein paar Pfeile. ja, es ist cool. Yo, normal. Wir wollten dich sowieso besiegen. Ja, hier ist eine andere Sache. Ist okay. Jetzt wollte ich noch einen Kürbis und dann haben wir's. Vielleicht eine bessere Rüstung und so, aber nee. Okay, werfen wir nochmal ein Auge. Die Richtung, immer noch. Okay. Jetzt lösen wir einfach das Boot dafür. Let's go! Vielleicht ist es ein Stronghold unter Wasser, das wär's. Also wenn das jetzt hier in diesem Gebiet ist, dann weiß ich ja. Ungefähr. Okay, es geht doch da lang. Bitte geh nicht kaputt. 10% Chance. Das kann nicht sein. Das wäre richtig mies jetzt. Also es muss in diesem Gebiet sein. Bitte sei einfach hier, das wäre super. Hier Skelette, Zombies. Was hier? Oh mein Gott. Hilfe. Das ist einfach gar nichts. Hier ist es nicht. Alter. Ja, das kann dauern. Wir werfen hier nochmal hier die Enderperle. Wünsch mir Glück. Die geht nochmal zurück. Diesmal sind wir schlauer. Wir bauen uns runter. Hier sollte das Stronghold sein. Und der Stronghold haben wir gefunden. Sehr schön, Leute. Hier normalerweise sollte man hier rausgehen. Wir haben Glück. Wir haben einfach mal Glück. Nice. Wie viele sind da drin? Keins natürlich. Wir müssen noch einen finden. Oh mein Gott, wie dumm ist das denn? Und zum zweiten Mal ins Nether gehen. Schließen wir einfach die Mission ab. Not gonna lie, das ging schnell. Wir sind back. Oh mein Gott, ich hätte niemals erwartet, dass ich nochmal hier zurückkomme. Aber was muss? Was muss? Aber diesmal sind wir upgegradet. Yo, das heißt, Junge, das war vor zwei Stunden hier. Wo ist das denn? Your Memories zurück. Ja. Wir brauchen nur eine Blaze Rod. Eine. Ja, das droppt direkt nicht. Das ist schade. Das war damit schneller. Digga, vier auf einmal.
Ich bin gesprungen. Ist gerade ernsthaft? Dragon Brief gespawnt. Ein Entity. Was soll ich da machen?